Hallo, ich bin Ilienix. In diesem Video zeige ich euch meine vier liebsten Mods für Teenager. Viel Spaß! Ich liebe das Gameplay mit Teenagern einfach. Ich finde, das ist die erste Altersstufe, in der sich der Charakter eines Sims so richtig herauskristallisiert. Und Mods können das noch besser machen. Falls du übrigens keine Ahnung haben solltest, was Mods überhaupt sind, keine Panik. Ich habe dazu ein Video gemacht, in dem ich alles erkläre, was du wissen musst. Ich erkläre nämlich, was Mods sind, wo man diese findet und wie man diese installieren kann. Das Video findest du hier rechts oben. Der erste Mod, den ich euch jetzt vorstelle, der ist noch ziemlich neu und wirklich etwas ganz Besonderes. Dieser Mod ist nämlich der sogenannte Preteen-Mod. Wie der Name schon sagt, dreht sich hierbei alles um die Altersstufe des Preteens, also die Zeit zwischen Kind und Teenager, also so zwischen 9 und 13 Jahren etwa. Der Mod fügt dem Spiel nicht wirklich eine neue Altersstufe hinzu, er arbeitet nämlich mit einem Merkmal, aber ich zeige euch am besten gleich, wie dieser funktioniert. Hier haben wir Maya Smith, sie ist jetzt noch ein Kind, hat aber heute Geburtstag und wird demnach gleich zum Preteen werden. Um sie wird sich übrigens auch das ganze Video drehen. Damit sie jetzt zum Preteen wird, werden wir jetzt einfach hier an der Geburtstagstorte die Kerzen auspusten. Gleich bekommen wir eine Benachrichtigung. Preteen-Jahre. Maya Smith, willkommen im Leben eines Preteens. In den nächsten paar Jahren wirst du einige Veränderungen erleben. Mach dir keine Sorgen, das ist ganz natürlich und du wirst das schon schaffen. Jetzt altert sie ganz normal und wir bekommen auch ganz normal die Benachrichtigung, Maya ist älter geworden. Und wir können uns hier eben irgendein Merkmal auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal Tierfreundin und dann geben wir ihr noch das Merkmal aktiv. Jetzt ist sie ein Preteen. Ich werde jetzt nur schnell ein Makeover geben, dass man auch wirklich sieht, dass sie ein Preteen ist und kein Teenager. Das ist jetzt unsere Maya Smith. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel an ihr geändert. Das Wichtigste war, dass ich ihr einen anderen Skin gegeben habe. Der andere hat ihr nämlich einfach eine andere Hautfarbe gegeben und das möchten wir natürlich nicht. In der Simologie sehen wir jetzt, dass sie eben ein Preteen ist. Was ich sehr cool finde, die Preteens sind nämlich auch kleiner als andere Teenager oder eben Erwachsene, weil Erwachsene und Teenager sind ja gleich groß und die Preteens sind eben kleiner. Ich finde, man merkt auch vom Körper her, dass sie einfach jünger ist. Ich meine, okay, bei ihr jetzt, um ehrlich zu sein, nicht unbedingt, aber normalerweise fällt das wirklich total auf. Ja, es ist wie gesagt ein Merkmal und wenn wir auf sie draufklicken und dann hier auf Preteen gehen, können wir es unter Einstellungen auch ganz einfach entfernen. Also so wie ich die Einstellungen jetzt habe, wird jedes Kind, das altert, zum Preteen. Aber man kann es eben hier ganz einfach entfernen. Und das könnt ihr übrigens auch bei Sims, die ihr nicht aktiv spielt. Einfach auf sie draufklicken und dann entfernen. Ihr könnt eben auch noch andere Sachen einstellen, zum Beispiel eben die Körpergröße zurücksetzen, dann sind sie eben gleich groß wie die anderen oder eben dann wieder verkleinern. Unter der Konfigurationsdatei können wir dann auch noch die Altersspanne festlegen, die Alterung aktivieren und verschiedene Einstellungen einfach ändern. Preteens gehen auch in eine andere Schule, also sie haben andere Hausaufgaben. Und zwar haben sie hier die Hausaufgaben der Mittelstufe. Die sind eben genau für das Preteen-Alter gedacht und wenn sie dann zu Teenager werden, dann haben sie eben die ganz normalen Hausaufgaben für Teenager. Was zudem noch mit dem Mod kommt, ist ein eigenes Hygienesystem. Also ihr könnt hier eben eine Hautcreme auftragen oder hier Deo auftragen und Körperspray auftragen. Ein weiterer Unterschied ist, dass Preteens keine romantischen Interaktionen ausführen können, aber da arbeitet die Creatorin bereits an etwas. Sie möchte nämlich so etwas wie erste Liebe und so hinzufügen. Nach einigen Tagen verschwindet dann das Preteen-Merkmal einfach. Das könnt ihr eben in euren Einstellungen selbst ändern. Und dann ist euer Sim ein ganz normaler Teenager. Damit der Mod reibungslos funktioniert, benötigt ihr übrigens zwei Erweiterungspacks. Und zwar einmal Elternfreuden und einmal Ab ins Schneeparadies. Außerdem benötigt ihr noch einen zusätzlichen Mod, der mehr verschiedene Stimmungen ins Spiel bringt. Aber das alles und noch mehr findet ihr auf der Website des Creators. Und wie immer, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung.
Der nächste Mod ist von Little Miss Sam. Little Miss Sam kennen bestimmt die meisten von euch. Sie hat so unglaublich viele gute Mods gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Mods ich von ihr in meinem Spiel habe. Sie ist wirklich eine der besten Mods-Creatorinnen für Sims 4 überhaupt. Jedenfalls, für diesen Mod ist Maya jetzt kein Preteen mehr. Für diesen Mod benötigen wir nämlich romantische Interaktionen. Der nächste Mod ist nämlich nicht nur für Teenager gedacht, sondern auch für Erwachsene und für Senioren. Es handelt sich dabei um den Simda Dating Mod. Tinder für Sims sozusagen. Also, los geht's! Ich stelle euch jetzt ja den Simda Dating Mod vor. Dafür müsst ihr jetzt hier auf das Telefon eures Sims gehen, dann hier auf Sozial und dann haben wir hier als dritter Simda Dating App. Und da klicken wir jetzt einfach gleich mal drauf. Wir haben jetzt jede Menge verschiedene Sachen zur Auswahl. Einmal haben wir das spezielle Date. Suchst du jemanden Spezielles, etwas Ernstes, dann ist dies die richtige Wahl. Blind Date. Abenteuerlich, offen, neugierig. Wähle dies, wenn du überrascht werden möchtest. Dann eben noch weibliches Blind Date und männliches Blind Date. Einfach, dass ihr bestimmen könnt, mit welchem Geschlecht euer Sims ein Date haben wird. Dann kann man hier auch noch tatsächlich One-Night-Stand auswählen und sich für Hookup anmelden. Ja, diese beiden Sachen werden wir jetzt mal nicht machen. Ich möchte ja, dass alles jugendfrei bleibt. Und deswegen hätte ich gedacht, wählen wir einfach mal ein Blind Date aus. Maya ist jetzt gerade dabei, ein Blind Date auszumachen. Und so startet das Event. Wir verreisen jetzt automatisch mit Maya und einem Blind Date. Und jetzt können wir eigentlich hingehen, wo wir möchten. Gehen wir einfach mal hier in die Bar Altes Inn. Wie wir sehen, ist ein Blind Date der Simda Dating App wie jedes andere Ereignis. Wir haben eben verschiedene Aufgaben und wir können Bronze, Silber oder Gold erreichen. Unser Hauptziel ist eben mit Verabredung Kontakte knüpfen und deswegen werden wir uns einfach einmal bei ihm lustig vorstellen. Dann werden wir ihm gleich ein Kompliment über sein Aussehen machen. Dann müssen wir 5-mal mit ihm flirten. Es gibt eben sehr verschiedene Aufgaben, also jetzt müssen wir zum Beispiel über Interessen reden. Dann müssen wir Händchen halten. Also wie ihr seht, es sind einfach die verschiedensten Aufgaben, damit ihr das Event erfolgreich abschließen könnt. Und im Endeffekt sind es so typische Dinge, die man eben auf einem Date macht. Oh, sie hat ihren ersten Kuss. Die beiden sind jetzt noch ein wenig am Flirten, aber im Wesentlichen habe ich euch jetzt schon die meisten Aspekte von diesem Mod gezeigt. Ich finde diesen Mod wirklich großartig. Vor allem bei Teenagern habe ich nämlich oft das Problem, dass sie lange in der Schule keinen kennenlernen und auch so in der Stadt nicht unbedingt ein Teenager wohnt. Und dadurch hat man eben die Möglichkeit, möglichst viele verschiedene Menschen schnell kennenzulernen. Wir haben jetzt auch Gold erreicht. Wenn ihr also wollt, dass eure Sims möglichst viele Dates mit möglichst verschiedenen Sims haben, dann ladet euch diesen Mod auf jeden Fall herunter. Der nächste Mod hat tatsächlich einen Sims-Traum erfüllt. Was dieser möglich macht, das wünsche ich mir nämlich tatsächlich schon, seit ich zum ersten Mal Sims gespielt habe. Und das war tatsächlich Sims Deluxe, also ist es schon ein paar Jährchen her. Jedenfalls, mit dem Go-to-School-Mod könnt ihr nämlich mit euren Kindern oder Teenagern mit in die Schule gehen. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Bevor ihr einen Schultag aktiv spielen könnt, ist es ganz wichtig, dass ihr eine Schule platziert. Und zwar immer nur eine in einer Welt. Ich habe hier eine, und zwar die Oasis Springs High School, die habe ich aus der Galerie. Und ganz wichtig ist, dass ihr diese auch richtig als Highschool gekennzeichnet habt. Also Highschool eben, wenn ihr mit Teenagern hingehen möchtet und Grundschule, wenn ihr mit Kindern hingehen möchtet. Sucht euch am besten auch eine aus der Galerie aus, da gibt es wirklich jede Menge. Damit dann auch wirklich alles reibungslos funktioniert, müsst ihr dann noch 3 Dinge aus dem Baumodus platzieren. Im Mod sind nämlich 3 Gegenstände enthalten und die müsst ihr in eurer Schule anbringen. Das erste ist ein Podium und das müsst ihr in einem Klassenzimmer platzieren. Und zwar müsst ihr es in diesem Klassenzimmer platzieren, in dem ihr gerne hättet, dass der Unterricht stattfindet. Gebt am besten einfach Podium in die Suchleiste ein und dann findet ihr es auf jeden Fall. Denn nur mit Hilfe von diesem Podium spawnt der Lehrer oder die Lehrerin am richtigen Ort. Und nur so können dann die SchülerInnen auch am Unterricht teilnehmen. Das zweite ist, dass mit dem Mod 2 sogenannte NPC-Icons kommen. Eines davon ist ein Lama und eines davon ist ein schwarzes Männchen. Diese sind dafür da, dass die Schulberatung und die Schulleitung am richtigen Ort spawnen. Schaut euch am besten in der Schule, die ihr platziert habt, genau um. Dort gibt es normalerweise immer 2 unterschiedliche Büros und ihr entscheidet dann eben, welches der Schulberatung gehört und welches der Schulleitung. Übrigens, das Lama steht für die Beratung und das schwarze Männchen für die Schulleitung. Ich habe keine Ahnung warum, das ist einfach so. Aber jetzt ab zu unserer Familie.
Es ist jetzt kurz vor 8 Uhr und Maya steht bereits vor dem Haus und wartet darauf, in die Schule zu gehen. Um Punkt 8 Uhr geht sie jetzt nicht wie normalerweise einfach in die Schule, sondern es kommt folgendes Pop-up. Es wird Zeit für Maya, in die Schule aufzubrechen. Es wäre doch viel spannender, ihr dorthin zu folgen. Und jetzt können wir uns eben jeden Tag aufs Neue entscheiden, möchten wir mitmachen oder möchten wir sie allein losschicken. Und wir möchten sie natürlich begleiten und deshalb klicken wir auf Mitmachen. Wie wir sehen, hier sind schon jede Menge anderer Sims. Hier haben wir einen Schüler, noch einen Schüler, noch einen Schüler, noch einen Schüler. Das war unser Date von vorhin. Hier haben wir eine Schülerin und noch eine Schülerin. Hier haben wir dann die Hausmeisterin, das ist Hannah Bell. Dann haben wir hier auch einen Caterer. Hier haben wir die Schülerberatung und hier haben wir die Schulleitung. Und dort, wo wir das Klassenzimmer haben, sehen wir auch schon, dass eine Lehrerin am Podium steht. Diese Lehrerin ist Elise Lewis. Und wie wir hier an den Aufgaben sehen, dreht sich heute alles um Fitness. Das ist nämlich das Coole an diesem Mod. Es gibt fast jeden Tag einen anderen Themenschwerpunkt und demnach lernen eure Sims auch jeden Tag andere Fähigkeiten kennen. Und wie bei jedem anderen Event müssen wir jetzt hier die Aufgaben abschließen. Deswegen werden wir beginnen und hier an Gesundheit und Fitnessunterricht teilnehmen. Während wir ihr zuhören, müssen wir sie jetzt über Fitness fragen. Also ihr müsst euch wirklich auch aktiv damit beschäftigen. Dann müssen wir sie über Wellness fragen. Das haben wir jetzt erfüllt. Jetzt müssen wir zur Schulberaterin gehen und nach Beratung fragen. Wie wir sehen, setzen sie sich jetzt wirklich hin und sprechen miteinander, anscheinend über Alkohol. Das ist ja auch ein Thema, das man mit der Schülerberatung besprechen kann. Und sie erzählt etwas über Musik. Okay. Vielleicht hat Maya ja heimlich getrunken bei irgendeinem Konzert. Maybe. Dann müssen wir Runden schwimmen. Also ja, eure Schule braucht sogar ein eigenes Pool. Das haben wir hier im Keller und hier werden wir jetzt einfach energiegeladene Runden schwimmen. Ihre Badekleidung sieht wirklich toll aus. Gut, jetzt müssen wir an einem Trainingsgerät trainieren. Auch die haben wir hier. Wie ihr seht, es gibt jede Menge verschiedene Aufgaben und der Schultag endet auch ganz normal um 15 Uhr. Aber wie bei allen anderen aktiven Karrieren, wenn ihr hier auf das X klickt, könnt ihr die Arbeit früher verlassen oder einfach länger bleiben. Da ich euch jetzt den nächsten Mal zeigen werde, werde ich die Schule heute ein wenig früher verlassen. Wenn ihr aus der Schule nach Hause geht, kommt dann auch folgendes Pop-up. Schicht beendet. Maya wird das erfolgreichste Mitglied der Pfadfinder werden, weiter so. Da steht dann immer etwas anderes, je nachdem wie erfolgreich euer Schultag war. Und verdient haben wir natürlich nur 0 Simoleons, weil es ist ja die Schule und kein Job. Unser Schultag war anscheinend miserabel, denn wir haben gerade die Nachricht bekommen, die Schule ist aus und Maya hat keine besonders guten Leistungen erbracht. Genauer gesagt war sie sogar ziemlich schlecht. Wie motivierend. Natürlich ist auch der Link zu diesem Mod in meiner Videobeschreibung und dann zeige ich euch jetzt gleich den nächsten. Der nächste Mod, den ich euch vorstelle, ist in Wirklichkeit nur ein kleiner Teil eines riesigen Mods. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, nur den jugendfreien Part des Mods zu installieren. Dabei handelt es sich um den Basemental Alkohol Mod. Dank diesem Mod können eure Sims betrunken werden. Aber der Mod bietet noch so viel mehr und das zeige ich euch gleich. Bevor wir jetzt zu unserer Familie Smith gehen, wollte ich euch noch kurz zeigen, dass ich jetzt hier einen Nachtclub platziert habe. Den habe ich einfach aus der Galerie heruntergeladen. Und ganz wichtig, ich habe diesem das Grundstücksmerkmal Türsteher gegeben. Dieses Grundstücksmerkmal kommt nämlich mit diesem Mod hinzu. Und wie der Name schon sagt, dank diesem Merkmal steht dann direkt vor der Tür ein Türsteher. Dann ab zur Familie. Wie gesagt, der Türsteher im Nachtclub wird dann die Ausweise überprüfen. Und ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, bei Teenagern ist das Trinken nicht ganz so legal. Aus diesem Grund können eure Teenager jetzt über den Computer und dann über Bestellung einen gefälschten Ausweis kaufen. Gefälschter Ausweis. Dieser Sim sieht ja nicht einmal im Entferntesten ähnlich, aber wahrscheinlich wird es niemand bemerken. Den kaufen wir jetzt einmal und dann werden wir sehen, ob es jemand bemerkt oder nicht. Hier im Inventar haben wir jetzt den gefälschten Ausweis und hier steht eben noch einmal, dass der Sim uns nicht ähnlich sieht, aber wahrscheinlich wird es niemand bemerken. Dann warten wir jetzt, bis es Abend wird, damit wir mit Maya in den Club gehen können. So, wir haben jetzt kurz vor 21 Uhr und Maya wird sich jetzt auf den Weg in den Club machen.
ich nehme jetzt einfach mal ihr Simda-Date von vorhin mit Patrick Schäfer. Okay, wir sind jetzt angekommen. Türsteher sehe ich jetzt noch keinen, aber vielleicht zeigt er sich auch erst später. Gut, dann zeige ich euch, was der Mod noch zu bieten hat. Wir werden uns jetzt hier an der Bar gleich mal Getränke bestellen. Und zwar bestellen wir hier uns am besten einmal einen Wodka-Soda. Und dann bestellen wir uns noch einen Screwdriver. Jetzt sitzt Maya da mit ihren zwei Getränken in der Hand und wir warten ab, was passiert. Sie hat ihre erste Stimmung erhalten. Geschmeidiges Getränk. Ein geschmeidiges Getränk trägt dazu bei, den Tag etwas angenehmer zu machen. Und hier hat sie jetzt auch noch die Stimmung beschwipst vom Trinken. Maya fühlt sich leicht betrunken. Gut, dann bestellen wir gleich noch eine Runde. Bestellen wir einmal Wodka Soda und einen Cuba Libre. Nach dem dritten oder vierten Getränk hat sich das ein wenig geändert. Sie ist zwar noch immer beschwipst, aber sie fühlt sich jetzt auch kokett. Benimmt sich wie ein alkoholinduziertes Casanova. Okay, alles klar. Maya ist ohne Pause am Weitertrinken und mittlerweile fühlt sie sich total betrunken. Maya fühlt sich komplett zerstört. Und die nächste Stimmung. Maya ist mittlerweile total außer Kontrolle. Maya hatte einen oder fünf Drinks zu viel. Okay, alles klar. Was passiert, wenn wir jetzt weiter trinken? Noch ein. Übrigens, ich hoffe, ich muss es nicht dazu sagen, das, was mein Sim gerade macht, solltet ihr niemals im echten Leben machen. Und jetzt, wie wir sehen, ist ihre Energie auf einmal im Keller. Sie ist total erschöpft und das resultiert tatsächlich auch daher, dass sie so viel getrunken hat. Also sie ist jetzt so betrunken, dass sie einfach nur mal schlafen möchte. Und genau das macht sie jetzt. Mitten im Club legt sie sich einfach hin. Was übrigens auch noch dazu kommt, eure Sims können Merkmale entwickeln, die eben mit Alkohol zu tun haben. Man kann diese aber auch im Belohnungsstore kaufen. Und zwar sind diese Alkoholleichtgewicht, also diese Sims brauchen weniger Alkohol, um sich zu betrinken. Und Alkoholschwergewicht, also diese Sims benötigen eben mehr Alkohol, um betrunken zu werden. Jetzt ist es eindeutig höchste Zeit, dass Maya nach Hause geht und wir werden uns dann morgen in der Früh am besten ansehen, ob sie dann irgendwie verkatert ist oder irgendetwas. Sie wird auf dem Nachhauseweg einfach die ganze Zeit bewusstlos und schläft am Boden ein. Und das, liebe Kinder, passiert, wenn ihr Alkohol trinkt. Fangt also lieber gar nicht damit an. Und schon wieder! Maya ist jetzt wieder zu Hause angekommen und sie fühlt sich tatsächlich nur mehr betrunken. Geh nach Hause, Maya, du bist betrunken. Gut, dass wir zu Hause sind. Vermutlich hat sie der Heimweg ein wenig ausgenüchtert, sie wird jetzt aber trotzdem gleich mal schlafen gehen. Nach gefühlten 1000 Stunden Schlaf ist Maya jetzt aufgewacht und hat eine neue Stimmung. Sie fühlt sich nämlich unwohl, sie hat einen massiven Kater. Der Kopf von Maya tut wahnsinnig weh. Außerdem ist sie noch immer leicht beschwipst, also ja. Sie hat die gestrige Nacht anscheinend nicht ganz so gut überstanden. Hoffentlich haben ihre Eltern nichts bemerkt. Das war es jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und solltet ihr noch irgendwelche Fragen zu irgendeinem dieser Mods oder auch andere Mods haben, einfach ab in die Kommentare damit. Auf diesem Channel kommen übrigens regelmäßig Videos über die Sims, und zwar einmal am Montag und einmal am Donnerstag. Ich bin, wie dir sicher schon aufgefallen ist, ganz neu bei YouTube. Ich freue mich also wirklich über jeden Support. Also über jedes Like, über jedes Kommentar und über jeden Follow. Dann hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!